Filmo. Filmfakten. Heute Die letzte Chance von 1945. Ein außergewöhnlicher nationaler und internationaler Schweizer Erfolgsfilm. Dennoch ist er heute stark in Vergessenheit geraten. Wir beleuchten Fakten über die Widrigkeiten des Drehs zu Kriegszeiten, wie nah sich bei diesem Film Fiktion und Realität kamen und lassen auch einen berühmten Bewunderer des Films zu Wort kommen. Norditalien, 1943. Zwei Kriegsgefangene entkommen den Nazis und versuchen, sich in die Schweiz durchzuschlagen. Auf ihrer Reise begegnen sie einer Gruppe Flüchtlingen, denen sie beim Weg über den gefährlichen Bergpass helfen. What the devil are we waiting for? Die Dreharbeiten zu Die letzte Chance begannen 1944, als der Krieg noch in vollem Gange war und die Schweizer Politik sich gegen einen Strom von Flüchtlingen wehrte. Filme, die in der Schweiz gedreht wurden, überprüfte der Generalstab auf Bilder von Landschaften, die dem Angreifer wertvolle Informationen liefern könnten. Die Produktionsfirma Präsens Film musste für jeden Drehort eine extra Bewilligung einholen. Dabei wirkte die Erteilung teilweise willkürlich. Gerade bei abgelehnten Drehorten, von denen es an jeder Ecke Postkarten zu kaufen gab. Es kam der Verdacht auf, dass der Filmdreh absichtlich verzögert wurde. Sowohl aufgrund der heiklen Thematik, als auch wegen Vorbehalten gegenüber dem russisch-polnischen Produzenten Lazar Wexler, der verdächtigt wurde, kommunistischer Propagandaagent zu sein. Und Regisseur Leopold Lindberg, der es als jüdischer Österreicher ohnehin schwer hatte. Als letztes Mittel wendete sich Produzent Wexler direkt an General Guisan, dem letzthin die Filme Füsilier Wipf und Landammann Stauffacher von Regisseur Lindberg sehr gefallen haben. Guisan verspricht Wexler zu handeln. Im April 1945 konnte endlich weitergedreht werden. Die Lage spitzte sich jedoch erneut zu. Die Aufnahmen auf dem Friedhof in Lanz gingen laut der Behörden weit über das Erlaubte hinaus. Die Drehbewilligung gelte nur für den Friedhof. Ausblicke auf die umliegenden Landschaften dürfen nicht gefilmt werden. Gerade die Weitwinkelaufnahmen der berühmten Schlussszene wurden hier als kritisch empfunden und das Material wurde beschlagnahmt. Feuer! Einige einflussreiche Persönlichkeiten wollten den Film vernichtet sehen. Es kam Hilfe von politischer Seite, jedoch nur unter der Bedingung, dass der geschnittene Film vor seiner öffentlichen Aufführung vom Bundesrat überprüft wird. Was für diese Zeit sehr ungewöhnlich war. Drei Mitglieder der Landesregierung und eine Handvoll hoher Offiziere ließen sich den Film zur Kontrolle vorführen. Der Film feiert seine Premiere am 9. Mai 1945, am Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Die letzte Chance wurde mit einer Vielzahl von Laiendarstellern gedreht. Menschen aus 12 Nationen spielen darin mit und jeder spricht in seiner Sprache. Die drei Hauptdarsteller Hubert G. Morrison, John Hoy und Ray Reagan waren tatsächlich ehemalige Kriegsgefangene und flohen aus Norditalien über die Alpen in die Schweiz. Die drei alliierten Offiziere waren vor den Dreharbeiten in der Schweiz interniert. Man versuchte, Arbeitsbewilligungen für sie zu bekommen. Doch die zuständige Behörde befürchtete Spionage. Der Amerikaner Ray Reagan schloss sich nach den Dreharbeiten der US Air Force im Pazifik an. Der Engländer John Hoy heiratete eine Tessinerin. Und der Brite Hubert G. Morrison spielte in der nächsten Präsens-Filmproduktion The Search die Gezeichneten mit. Diese wurde ebenfalls ein internationaler Erfolg und gewann 2 Oscars. In Die letzte Chance trug er die Kleider, die er auch bei seiner eigenen Flucht getragen hatte. Yes. Der Regisseur ließ sich von einer wahren Geschichte inspirieren. Lindberg hörte vom Schicksal einer deutsch-jüdischen Frau, die von einem Schweizer Bergführer halb erfroren ein paar Kilometer vor der Grenze gefunden wurde. Der Bergführer brachte sie in ein Schweizer Spital. In der Zeit nach der alliierten Invasion in Italien jagte die Gestapo in Norditalien intensiv nach europäischen Flüchtlingen und fliehenden Kriegsgefangenen. Rund 22.000 Italienern und 8.000 Alliierten gelang der Sprung über die Schweizer Grenze. Ihre Schicksale waren die Geburt des Films Die letzte Chance. You must understand our position, Major.
Switzerland is a small country. Thousands and thousands of refugees would like to come in. It's their only chance. Where else can they go? Of course we do all we can. But if we have more than we can reasonably support, how are we to feed them? We are an island too now, completely cut off. Nicht überall kam das Werk gut an. In einigen Kinos wurde randaliert und Regisseur Leopold Lindberg erhielt Drohbriefe. Das politische Departement warf dem Film vor, schlechte Werbung für die Schweiz zu machen. So trage das Drehbuch weder der Opfer der verschiedenen humanitären Organisationen noch der Arbeit des Roten Kreuzes Rechnung. Zudem werde die Idee der schweizerischen Neutralität nicht klar dargelegt. Bis heute hat kein anderer Schweizer Film so viel und weiter internationale Anerkennung gewonnen wie Die letzte Chance. Unter anderem den Grand Prix des Cannes Filmfestivals und den Internationalen Friedenspreis sowie einen Golden Globe. Vom amerikanischen National Board of Reviews wurde der Film in die Top 10 des Jahres 1945 gewählt. Und selbst der Großmeister der Spannung fand für den Film klare Worte. Talk about suspense. This has it. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden.